Mit Geld verhält es sich bei Stardew Valley wie im echten Leben. Wirklich schnelles Geld gibt es hier nicht. Stattdessen zeige ich dir, welche Wege es gibt, Geld zu verdienen, um die später doch teuren Ausgaben zu decken und auch Achievements zu erreichen. Dabei spielen fast mehrere Faktoren eine Rolle. Die Tipps in diesem Video richten sich sowohl an frische als auch bereits erfahrenere SpielerInnen und die meisten Geldwerte beziehen sich auf die Basispreise ohne irgendwelche Skill-Level, sofern ich nicht näher darauf eingehe. Wenn du 300 Holz gesammelt hast, kannst du die kleine Brücke am Strand im Süden der Stadt reparieren und so wesentlich mehr Muscheln, Korallen, Seeigel oder auch Nautilusmuscheln abgreifen. So lässt sich besonders am Anfang etwas Geld machen. Du musst nicht gleich den teuersten Dünger verwenden. Selbst der Standarddünger kann deiner Ernte einen kleinen Qualitätspush und somit mehr Ertrag bringen. Und du brauchst dafür lediglich etwas Harz, das du jederzeit beim Fällen von Bäumen looten kannst. Erst auf Einfaches konzentrieren. Die Tierhaltung und vor allem Fütterung ist gerade am Anfang sehr teuer und aufwendig und es dauert etwas, bis ein ordentlicher Gewinn entsteht. Am besten konzentrierst du dich am Anfang mehr auf den Anbau von Gemüse, achte dabei auf deine Energie und auf das Angeln, womit wir schon zum nächsten Punkt kommen. Das wird dir vielleicht nicht gefallen, aber Angeln ist eine der besten Möglichkeiten, besonders am Anfang, aber auch im Midgame, gut Geld zu machen. Wenn dir das Angeln partout zu schwer ist, empfiehlt es sich, eine Mod zu installieren oder zwischen Maus und Tastatur bzw. dem Gamepad hin und her zu wechseln. Mir fiel das Gamepad nach dem Wechsel wesentlich leichter in der Handhabung. Ist dein Angelskill noch nicht so hoch, kannst du zum Beispiel besonders im Bergsee oder im Fluss entspannt den ganzen Tag angeln, da dort relativ einfache Fische leben, bei denen du nicht gleich einen halben Anfall beim Einziehen bekommen musst. So bringst du besonders gut Geld nach Hause, gerade an Regentagen und im Winter ist es sehr nützlich. Mayonnaise ist nie verkehrt für nebenbei. Verarbeite ruhig alle Eier, soweit du möchtest, und besonders Dino-Mayo lohnt sich mit 800 Gold ordentlich. Du kannst dir auch einen kompletten Dino-Stall nur für diesen Zweck herrichten. Wolle würde ich immer zu Stoff verarbeiten. Nur Iridium-Wolle kannst du unverarbeitet guten Gewissens verkaufen, da sie selbst mit dem Handwerker-Skill in der Form mehr wert ist. Iridium-Wolle also einfach so verkaufen. Trüffel können von deinen Schweinchen gefunden werden. Daraus Trüffelöl herzustellen ist ebenfalls eine nette Einnahme. 1065 Gold gibt es dafür pro Flasche, mit dem Handwerker-Skill bekommst du sogar 1491 Gold dafür. Wenn du den Handwerker-Skill nicht hast, lohnt es sich mehr, die Iridium-Trüffel für 1250 Gold direkt zu verkaufen und nur die unteren Qualitätsstufen weiter zu verarbeiten. Manche nutzen auch gerne viele Kristallarien, um dort Diamanten zu duplizieren. Das kann man gerne nutzen, aber ob es sich für einen wirklich lohnt, so viele Kristallarien mit teuren Ressourcen herzustellen, muss jeder selber wissen. Alle 5 Tage pro Gerät wird ein Diamant erzeugt, der sich für 750 Gold verkaufen lässt. Erreichst du Hofarbeit Level 3, erhältst du das Rezept für Bienenhäuser. Mit einigen Bienenhäusern kannst du schon richtig gute Einkünfte erzielen. Pflanze dafür in jeder Jahreszeit nur eine Sorte Blumen in der Nähe an, damit eine spezielle Honigsorte hergestellt wird, die mehr wert ist als der klassische wilde Honig. Folgende Blumen bringen den wertvollsten Honig. Die blaue Jess im Frühling mit 200 Gold, Sommerschmuck im Sommer mit 380 Gold und die Feenrose im Herbst, die Honig hervorbringt, der pro Glas 680 Gold wert ist. Mit dem Handwerker-Skill bekommst du sogar 40% mehr und kannst beispielsweise sogar 952 Gold für ein Glas Feenrosenhonig bekommen. Ich gebe zu, dass ich die Teebäume selbst ganz schön unterschätzt habe. Nun habe ich mal meine bescheidenen Mathe-Skills ausgepackt und kann dir sagen, dass sich eine hübsche Teebaumfarm durchaus lohnen kann. Ein Teebaum zu craften kostet nur 5 Fasern und 5 Holz sowie 2 wilde Saaten aus einer beliebigen Jahreszeit. Freunde dich für das Rezept möglichst früh mit Caroline an und besuch sie dann in dem Raum hinter der Küche im Gemischtwarenladen, sobald du 2 Herzen bei ihr erreicht hast. Teebäume lassen sich im Vergleich zu den großen Bäumen wesentlich platzsparender pflanzen. Ein Teebaum wächst 20 Tage, muss nicht gegossen werden und produziert an den Kalendertagen 22 bis 28 im Frühling, Sommer und Herbst jeweils ein Teeblatt. Also insgesamt 7 pro Teebaum im Monat. Pro Teeblatt bekommst du 50 bis 55 Gold. Klingt erstmal nicht so ertragreich, ich weiß. Ich erspare dir jetzt auch die ganze Rechnung, weil Mathe halt einfach ein Arschi ist. Also, pflanzt du beispielsweise 100 Teebäumchen, ergeben sich daraus pro Monat je nach Spezialisierung 35.000 bis 38.500 Gold. Ich denke, das ist schon eine erwähnenswerte Nebeneinkunft, die nicht viele Ressourcen benötigt. Teebäume lassen sich übrigens sogar innen in einem Gartentopf anpflanzen. Theoretisch könntest du also eine Teeproduktion in einem Schuppen anlegen.
Kommen wir nun dazu, welches Gemüse am ertragreichsten ist. Grundsätzlich lohnen sich Blumenkohl, Melonen und Kürbisse meines Erachtens immer, auch wenn sie etwas länger brauchen und schon ein gewisses Kapital vorhanden sein muss. Im Frühling sind dafür Kartoffeln das Beste. Die scheuen Erdäpfel benötigen nur 6 Tage und bringen je nach Qualität zwischen 80 und 160 Gold. Ist das Geld mal knapper, kannst du auch Pastinaken kaufen. Aber tatsächlich sind Kartoffeln das Ertragreichste. Im Sommer sind Blaubeeren die absoluten Gewinner. Klar, es gibt auch die Radieschen, die nur 40 Gold kosten. Aber Blaubeeren sind mit ihrem Preis von 80 Gold aus folgendem Grund der Sieger. Sie brauchen zwar 12 Tage zum Wachsen, allerdings holst du pro Pflanze mindestens 3 Blaubeeren-Ernte raus. Mit 2%iger Chance, dass noch mehr rauskommen. Jede Blaubeere ist zwischen 50 und 100 Gold wert. Nach 4 Tagen kannst du sie erneut ernten. Sternfrüchte sind mit 750 bis 1500 Gold Ertrag auch eine nette Einnahmequelle. Sie sind allerdings mit 400 Gold Saatgutpreis echt teuer und erst mit Betreten der Wüste auf einfachem Wege erhältlich. Sie lassen sich danach nicht erneut ernten und brauchen 13 Tage. Süßkartoffeln sind im Herbst perfekt für den Anbau in Masse. Mit 60 Gold Saatgutpreis sind sie sehr günstig und bringen 160 bis 320 Gold. Ebenfalls perfekt für Massenanbau, wenn auch mit teurem Einkaufspreis, sind Preiselbeeren. Diese brauchen nur 7 Tage für die erste Ernte und lassen sich danach alle 5 Tage erneut ernten. Du erntest aus jeder Pflanze mindestens 2 Preiselbeeren mit einer 10% Chance auf weitere Preiselbeeren, die jeweils zwischen 75 und 150 Gold wert sind. Die süße Edelsteinbeere ist die Frucht, die sich hinter der seltenen Saat versteckt. Sie wächst eigentlich nur im Herbst und benötigt 24 Tage. Die Saat kann beim Reisewagen für 1000 Gold, nur ganz selten günstiger, gekauft und die Frucht anschließend für 3000 bis 6000 Gold verkauft werden. Da sie nur im Herbst wächst, kann ich nur empfehlen, die Saat über das Jahr verteilt, jedes Mal beim Reisewagen zu kaufen, sobald sie verfügbar ist. Das ist zwar eine Investition, aber lohnt sich am Ende richtig, wenn du dann alle auf einmal ernten kannst. Die uralte Frucht oder auch antike Frucht benötigt 28 Tage und wächst im Frühling, Sommer und Herbst. Ein Jahreszeitenwechsel zerstört die Pflanze dabei nicht. Die Saat gibt es ganz, ganz selten beim Reisewagen und wird ansonsten eher aus historischem Saatgut gecraftet. Das Besondere an der Frucht ist, dass sie nach dem Wachstum alle 7 Tage eine neue Frucht im Wert von 550 bis 1100 Gold produziert. Diese sollte man danach zu Wein verarbeiten, der dann mindestens 1650 Gold wert ist. Dazu aber später mehr. Die Einmachgefäße nutze ich gerne für Kleinkram, ansonsten vor allem für Sternfrüchte, da ich für meine Fässer und Reifefässer lieber die uralten Früchte nutze. Sternfruchtgelee ist mindestens 1550 Gold wert, mit dem Handwerkerskill sogar 2170 Gold. Für Fischeier bzw. Kaviar sind Einmachgefäße ebenfalls sehr lukrativ. Besonders ertragreich sind die gereiften Fischeier vom Lava-Aal mit 760 Gold, 2170 Gold gibt es, wenn du den Handwerkerskill hast, sowie dem Stör mit mindestens 500 Gold. Auch der heiße Blobfisch hat recht wertvolle Fischeier, wenn du die in das Einmachgefäß wirfst. 560 Gold gibt es als Basisertrag. Wenn du so wie ich bisher den Schleimstall ignoriert hast, lohnt sich jetzt mal ein Blick darauf. Nach dem Bau des Stalls erhältst du von Marlon ein Ei als Einstieg, das du dann in den bereits vorhandenen Schleimbrüter stecken kannst. Aus dem Brüter schlüpft bald darauf ein Schleim. Bis zu 20 Schleime kannst du gleichzeitig halten. Du brauchst mindestens 5 Schleime, damit diese jeweils einen Schleimball pro Tag produzieren. 20 Schleime produzieren pro Tag 4 Schleimbälle. Neben versteinerten Schleimen droppt aus diesem glibberigen Brocken auch normaler Schleim. Um die Schleime zu vermehren, packst du jeweils 100 Schleim in die Schleimpresse, sodass ein weiteres Schleimei entsteht, das du dann wiederum ausbrütest. Das machst du dann so lange, bis dein Stall vollgestopft mit Schleim ist. Ist das der Fall, kannst du deinen Stall eine ganze Weile, zum Beispiel 7 Tage, in Ruhe lassen und danach entspannt die Schleimbälle looten. Aus dem Loot produzierst du dann weitere Schleimeier, die du als sehr nette Nebeneinnahme gut verkaufen kannst. Zwischen 1000 und 5000 sind die bunten Eier wert, die Tigerschleimeier, die von Tigerschleim auf der Insel hinterlassen werden, sind sogar 8000 wert. Diese droppen übrigens nur, wenn du bereits einen Schleimstall gebaut hast. Ich würde erstmal den Stall auf 20 Schleime bringen und dann die Schleime nach und nach mit Tigerschleim ersetzen. Dazu kommen noch die versteinerten Schleime, die sich für mindestens 120 Gold verkaufen lassen. Da mindestens ein Wassertrog täglich gefüllt sein muss, packe ich einen Sprinkler direkt daneben. Die Schleime müssen den Trog nicht erreichen können. Um die Zahl der gefährlichen Bewohner zu dezimieren, streichelst du diese Schleime einfach etwas mit deinem Schwert. Die Schleime im Stall sind, by the way, weiterhin gefährlich. Am besten besorgst du dir so bald wie möglich den Schleimschamörring, damit diese dich nicht mehr angreifen. Den bekommst du bei der Abenteurergilde von Jill, nachdem du 1000 Schleime platt gemacht hast. Mein Stallaufbau hat übrigens den Zweck,
dass ich die Spawn-Position der Schleimbälle kontrollieren kann und mich die Schleime so nicht die ganze Zeit nerven. Die Schleimbälle spawnen nämlich nicht auf extra platziertem Boden und tauchen so nur außerhalb dieses Bereichs auf. Wenn du den Charmeurring noch nicht hast, hilft der Zaun noch dabei, dass Schleime dich nicht totschwabbeln. Reifefässer sind besonders nützlich im Late Game, weil sie ebenfalls ein netter Selbstläufer sind. Mit dem letzten Hausausbau erhältst du den Keller, dort stehen dann bereits einige Fässer und du erhältst auch das Crafting-Rezept. In diesen Fässern kannst du Käse reifen, allerdings würde ich da vor allem nur Schafskäse nutzen, da dieser für die 14 Tage Reifezeit mit 800 Gold in Iridium-Qualität mehr springen lässt. Allerdings nutze ich meine Reifefässer lieber für lukrativeren Kram. Wenn du allerdings noch nicht so gute Früchte für Wein hast, ist das erstmal okay. Wein ballert, aber in Iridium-Qualität ballert er nochmal mehr. Wein stellst du in Fässern her und verarbeitest diesen dann in Reifefässern weiter. Das dauert dann aber auch 56 Tage, daher ist es eher für das Mid-Game oder Late-Game interessant. Lohnen tun sich besonders uralte Früchte. 3000 Gold bekommst du mindestens dafür. Wenn du den Handwerker-Skill hast, kommen dabei sogar 4620 Gold pro Flasche raus. Es ist auch Sternfruchtwein möglich, dieser wirft sogar mindestens 4500 Gold auf Iridium ab. Allerdings ist die Anschaffung wesentlich teurer und aufwendiger. Die Saat kostet 400 Gold, sofern man keine Muße hat, ständig den Saatguterzeuger zu beanspruchen. Und sie lassen sich nur einmal anpflanzen, was mehr Aufwand bedeutet. Du bist also gezwungen, nachzupflanzen. Deswegen sind uralte Früchte ziemlich gut, da die Pflanze nach der Ernte bestehen bleibt und alle 7 Tage neue Früchte trägt. Damit du diese jederzeit ernten kannst, sie wachsen ja nur zwischen Frühling und Herbst, würde ich alle Saaten so lange sammeln, bis du das Gewächshaus freigeschaltet hast und dann alles auf einmal anpflanzen. Später kannst du diese auch auf der Insel anbauen. Mit 56 Tagen dauert die Produktion zwar echt lange, aber es ist schon ein nettes Gefühl, teilweise sehr, sehr viel Gold in gewissen Abständen zu verdienen. Damit wirst du definitiv zum nächsten WhatsApp-Guru. Mit dem Automate-Mod kann man das Ganze nochmal optimieren, sodass man den Wein nicht mehr händisch vom Fass zum Reifefass bringen muss. Im Winter sind wir besonders auf unser passives Einkommen angewiesen, aber es gibt auch ein paar aktive Möglichkeiten, um etwas Gold zu machen. Du kannst mehr Schleime farmen, um diese dann durch die Schleimpresse zu jagen, Edelsteine in der Mine sammeln oder auch wilde Saat für den Winter craften und diese aussehen. Ansonsten ist Angeln immer perfekt für den Winter, weil man dann auch an sehr spezielle Fische kommen kann, wie zum Beispiel den legendären Eisfisch oder den Tintenfisch. Ich streame übrigens regelmäßig live auf Twitch, neben weiteren tollen Indie-Games und Talkrunden spiele ich außerdem mindestens jeden Sonntag Stardew Valley. Ich freue mich riesig, wenn du vorbeischaust. Du hast sicher gemerkt, dass es nicht nur diesen einen perfekten Weg gibt, um bei Stardew Valley Gold zu machen. Es ist mehr ein Zusammenspiel aus vielen Möglichkeiten, die uns dieses Spiel bietet. Mir ist es vor allem wichtig, das Spiel nicht übertrieben zu minmaxen, weil so eine Spielweise dazu führen kann, dass man sein eigenes Spielerlebnis extrem verkürzt oder sogar verschlechtert. Weil man sich eben auch zu sehr auf das Geldmachen beschränkt, anstatt einfach mal das Game zu genießen, wie es gedacht ist. Ich verstehe absolut den Reiz daran, in einem Spiel finanziell lukrativ zu sein, aber denke immer daran, dass Stardew Valley nicht darauf ausgelegt ist. Am allerwichtigsten ist es doch, Spaß zu haben, und das habe ich mit den hier vorgestellten Möglichkeiten auf jeden Fall.